Hey Pieps, willkommen zurück zu Grandpa's Table und wir trinken momentan einen Schluck Kaffee und wir sind in der letzten Folge bei dem letzten Bonuskapitel, beim letzten Großvaters Bonusrätsel. Boah, jetzt fällt mir gerade nicht an. Geheimrätsel, Bonusrätsel, weiß ich. Ich bin beim letzten Rätsel hängen geblieben, Bonusrätsel, und hab eben nur ein bisschen probiert und ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich das lösen kann. Und daher benutzen wir jetzt einfach mal die Hilfefunktion, dann können wir uns gleich doch mal ansehen, wie die denn so funktioniert. Jetzt ist die Frage, jetzt würden wir wahrscheinlich sehen, wie das Ganze läuft. Lol. Okay. Okay. Gebe ich zu. Ich habe nicht den Sinn, das so zu machen. War echt wirklich einfacher, als ich gedacht hätte. Jedenfalls, wir haben jetzt ein neues. Ich komme gerade gedanklich nicht hinterher. Wir haben eine neue Erinnerung. Schauen wir uns mal, was uns diese Erinnerung bringt. Das ist eine Eintrittskarte fürs Puppentheater zu Großvaters Lieblingsgeschichte. Sie erzählt vom mutigen Kapitän Roger und seinen Abenteuern. Großvater sagte mir, dass er sogar nach vielen Jahren glaubte, dass sein Vater ähnliche Abenteuer erlebte. Oh. Irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin gerade. Ich sollte gerade nicht aufnehmen, aber egal. Jetzt haben wir das Rätsel gelöst, jetzt werden wir das Ganze auch durchziehen. Damit haben wir die Jugend abgeschlossen, können das nächste Kapitel Reise reingehen. Muss die Rätsel des Vorherigen lösen, habe ich, oder nicht? Ja. Oh, es gibt eine zweite Seite. Ja gut. Ja, das wusste ich nicht. Also bleiben wir weiter in der Jugend. So. Moment. Das war nicht der Stand, den ich bewegen wollte. Ich wollte eigentlich da. Das heißt, das Ganze funktioniert jetzt wie folgt. Damit ist der weg, dann komme ich da durch. Aha. Das ist zumindest schon mal, wo die Sterne versteckt sind. Die Frage, wie mache ich das am besten? Ich glaube, wir müssen tatsächlich den erst hier komplett runterschieben. Kommt der hier oben drauf. So und so. Jetzt hier gelöst. War jetzt eher eine einfache Aufgabe. Haben wir einen Coin zurückbekommen. Den wir vorher quasi gesetzt hatten, wenn ich so sagen möchte. Und jetzt kommen wir zur Herausforderung. Ich will jetzt einfach mal. Oh, also die gehen hier alle weg. Wir müssen darauf achten, wahrscheinlich jetzt zwar so wenig wie möglich an Rändern verlieren. Wenn ich den jetzt. Funktioniert nicht, wenn ich den runterschiebe, schade. Ne, jetzt machen wir nochmal neu. Habe ich jetzt gerade nicht ganz daran gedacht. Aber wie wäre es am cleversten, das Ganze zu machen? Ich würde natürlich den obersten einfach hier rüberziehen, das wäre aber irgendwie ganz in der Sache. Oh, erstmal den brauche ich da, dann wollte ich den eigentlich gar nicht so weit verschieben. Jetzt runter verschiebe. Nehmen wir mal die zwei Sterne mit, ich glaube, das dürfte reichen. Nehmen wir jetzt zwar keine Münze, aber die Münzen brauchen wir eigentlich nur, um Rätsel zu lösen. Von daher ist das, denke ich, mal verkraftbar. So. Wie lesen wir denn jetzt dieses Rätsel?
Wie machen wir das jetzt am cleversten? Ich glaube, das ist hier jetzt die richtige, zumindest erstmal die richtige Vorgehensweise. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das, glaube ich, jetzt nach hinten gehen wird. Weil ich jetzt nämlich den hier nicht mehr rankriege. Sheesh. Dann verschieben wir. Oh lol. So ein Vogel. Die war vorgehensweise war gerade nicht schlecht, aber auch nicht gut. Jetzt die Frage. Wie wäre das wirklich am cleversten zu lösen? Ich könnte. Eigentlich brauche ich einen letzten Stein in der Position, dass ich den da reinschieben kann. Da rein. Ja. Dass die natürlich verschwinden, ist natürlich Mist, dass ich die nur einmal habe. Aber wenn ich den permanent hätte, dann wäre es einfach. Aber es soll ja nicht einfach sein. Heißt also, wir machen das Ganze jetzt. Den dann schiebst du, muss der mal weg. Wenn ich die Steine jetzt so habe, das würde mich wahrscheinlich aber nicht weiterbringen. Ich glaube nicht. Oder? Doch, das bringt mich. Das wird mich wahrscheinlich dazu bringen, dass ich wieder zwei von drei Steinen habe. In der richtigen Position. Aber nicht weiter. Wenn ich den jetzt mal einen runterschiebe. Kann ich den da wieder reinschieben? Kann ich den so rumschieben? Den kann ich tatsächlich so schieben. Perfekt. Hat ein bisschen gedauert, aber wir haben es geschafft. Dieses Rätsel auch mit 3 Sternen zu absolvieren. Ja, die Sterne werden wir wahrscheinlich hier drunter verstecken. Mal gucken. Stern, kein Stern. 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 Ja. Bis auf eine linke und untere Ecke sind überall Sterne. Und jede Farbe wird in eine Ecke kommen. Wobei nein, wir haben nur 3 Farben. Links unten ist zumindest kein Stern, das heißt, eigentlich könnten wir diese Ecke erstmal ignorieren und überlegen, wie wir diesen in andere Ecken reinkriegen. Wäre ich gerade gleich müde. So. Bei welchen Stein bewegen wir dann zuerst? Über welcher Stein sollte liegen bleiben? Und wo packen wir die Farben hin? Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber ich sehe es nicht. Vermutlich sollte ich einfach erstmal anfangen. Nehmen wir mal Gelb aus dem Spiel. Was denn ergibt, sehen wir später. Jetzt den Rot mal dahin. Jetzt ist natürlich die Frage, was ich mit dem mache. Ich will nochmal eins zurücksetzen. Stand ja da. Standen da. Sehe ich das Ganze mal lieber so aus. Weil dann könnten wir nämlich den da hinsetzen. Setzen wir den daneben. Damit legen wir den frei und so, gelöst.
Ob das jetzt vielleicht die Lösung war, die... Tut mir leid für die kleine Unterbrechung, aber jetzt geht's weiter. Großvaters geheimes Rätsel, jetzt haben wir es wieder. Haben wir freigeschaltet, das müssen wir jetzt auch wieder manuell auswählen. Weil ansonsten werden wir nämlich den Rätsel weitermachen, das wollen wir nicht. Und das... Wir wissen ja, die können wir so nicht freilegen. Das heißt, es liegt in diesem einen Stein, andere Steine freizusetzen. Wie machen wir das am besten? Drei Sterne finde ich da, da und da. Dann haben wir jetzt erstmal, sagen wir mal, wir haben jetzt den freigesetzt. Dann können wir so den freigehen. Okay, mit dem komme ich jetzt hier irgendwie nicht ganz weiter. Aber so komme ich da weg und da weg. Gut, der wird bleiben. Den kann ich nicht. Den kann ich nicht entfernen. Allerdings muss ich jetzt auch aufpassen, dass ich diese beiden Blauen nicht aneinander setze. Weil dann komme ich nämlich nicht weiter. Das ist die Frage, wie kriege ich diesen Lilanen noch frei? So. Ist was vergessen? Beiden Blauen. Den kann ich da durchmanövrieren. Den kann ich daneben setzen. So. Jetzt die Gelöst. Das war irgendwie jetzt gerade ein bisschen einfacher. Wenn du freischaltet das letzte Geschenk. Was ist denn das letzte Geschenk? Letzte Geschenk liegt in unserer Schule. Großvater erhielt dieses Geschenk von seinem Vater, der zu der Zeit auf einer weiten Reise war. Es war die letzte Nachricht, die Großvater erhielt, bevor sein Vater spurlos verschwand. Okay. Also Jugend dreht sich bisher größtenteils darum, dass sein Vater auf eine Reise gegangen ist und er sich selber eingeredet hat, das wäre ein Abenteuer, auf das sein Vater gegangen ist. Soweit bisher die Erinnerung, die wir gesammelt haben. Kommen wir hoffentlich wieder vier einfachere Rätsel. Ich hätte es nicht sagen sollen. Weil das wird jetzt... Okay, es gibt nur diesen einen ersten Zug, den wir machen können. Die heutige Folge ist echt gespickt mit Unterbrechungen und sehr wahrscheinlich wird gleich nochmal ein hinzukommen. Tut mir echt leid dafür, aber hier ist gerade echt einiges was los. Was auch allerdings auch bedeutet, dass ich wieder ein bisschen Schneiderarbeit habe, was ich sonst eigentlich nicht habe. Bei so einem Spiel. Aber gut, kann man jetzt nichts dran ändern. Irgendwie mag ich das Rätsel, das ist irgendwie witzig. Aber den ziehe ich da oben nicht raus, das könnte sonst ein Problem führen. Das ist irgendwie wie diese Schiebedinger, die man früher mal gehabt hat. Und gucken musste, dass man da irgendwie dieses Bildchen formen kann. Daran erinnert mich das Ganze gerade. Finde ich cool. Auf jeden Fall cool. Rätsel Nummer 18 ist das nächste, was wir uns jetzt begeben werden. Wir haben wieder schwarz und wir haben... Was ist denn das? Hätte ich auch noch nicht gesehen. Was soll er mir sagen? Was soll ich mit dem anfangen? So.
So, den Schwarzen kriegen wir jetzt schon wieder nicht mehr so weit hin. Kann ich ja schon mal sagen. Machen wir das jetzt für den so. Was? Okay. Der hat also keine richtige Funktion, sondern einfach nur verschiebbare Stein. Okay. Nehme ich. 14.19. Schauen wir mal. Drei verschiebbare Steine. Und da ist ein Stern drunter. Die sind also, glaube ich, nur dazu da, dass